Die Deutsche Bahn hat wegen des Sturms in 8 Bundesländern den Fernverkehr ausgesetzt. Das hat die Bahn auf Twitter mitgeteilt. So verkehren in NRW, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Meck-Pomm und Brandenburg sowie Berlin keine Züge des Fernverkehrs. Auswirkungen könnte es aber auch noch in anderen Bundesländern geben. Und das heißt auch, dass man eben von Reisen mit der Bahn lieber absehen sollte. Ja, und das wollen wir natürlich gleich jetzt besprechen mit Achim Staus. Er ist der Sprecher der Deutschen Bahn und er ist jetzt zugeschaltet per Skype. Guten Morgen, Herr Staus, und danke für Ihre Zeit. Wir haben es gehört, also auch bei der Bahn eine dramatische Situation durch die Sturmauswirkungen. Guten Morgen, ja, das ist so. Die Auswirkungen sind gravierend. Viele Züge können nicht fahren. Also es ist sich richtig, die Züge dann auch zurückzuhalten in den Bahnhöfen, bevor wir jetzt mit vielen Reisenden irgendwo auf freier Strecke stranden und Schwierigkeiten haben, sich um die Reisenden zu kümmern. Das ist auch die Erfahrung von früheren Situationen dieser Art, die ja im Rahmen des Klimawandels leider auch zunehmen. Können Sie denn schon sagen, wie lange diese Ausfälle anhalten werden? Also wann können die Menschen wieder mit ihrer Fahrt planen? Ja, vor allem kann man planen, dass man auch zu einer anderen Zeit fahren kann. Denn die Tickets sind ja kostenlos stornierbar. Sie sind vor allem auch kostenlos nutzbar an anderen Tagen. Die Zugbindung per Spar- und Supersparpreisen ist aufgehoben. Man kann flexibel fahren bis Samstag in einer Woche. Das erstmal als Angebot für alle, die flexibel sind. Denn so ganz genau wissen wir natürlich heute noch nicht, wann der Verkehr wieder rollen wird. Es ist ja noch ein zweiter Orkan angesagt. Und auch wäre dessen Auswirkungen kann den Bahnverkehr noch mal treffen. Herr Staus, haben Sie denn schon einen Überblick über mögliche Schäden auf den Fernverkehrsstrecken der Bahn, vor allen Dingen im Nordosten Deutschlands, aber auch im Westen? Einen kompletten Überblick haben wir noch nicht. Es geht jetzt darum, erstmal zu sondieren, zum Teil auch mit Spezialfahrzeugen die Strecken abzufliegen oder abzufahren, um zu sehen, ob noch irgendwo Gefahr droht, bevor man sie wieder freigibt. Denn die Sicherheit der Fahrgäste hat natürlich höchste Priorität. Wir müssen hier dafür sorgen, dass die Züge auch wirklich sicher durchkommen. Und dann können wir auch eine Schadensbilanz machen. Aber unabhängig davon, was das Ganze kostet, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, dass auch gerade jetzt in dieser Pandemie wieder diese Einschränkungen da sind für Reisende, die ja doch gerne wieder mit der Bahn fahren wollen, wieder zu uns zurückkehren, aber jetzt im Moment etwas eingeschränkt sind. Was ist denn mit dem Fernverkehr? Was ist mit den S-Bahnen und den Regionalzügen? Beim Regionalverkehr gibt es immer noch Strecken, die befahren werden, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, auch in Süddeutschland. Das kommt halt wirklich auf die aktuelle Situation an und unsere Teams vor Ort können das am besten beurteilen, wo gefahrlos Betrieb möglich ist oder nicht. In Norddeutschland haben wir uns aber richtigerweise entschieden, den Fernverkehr einzustellen und zum Beispiel auf der wichtigen Nahverkehrsstrecke südlich von Hamburg Richtung Hannover auch keinen Nahverkehr mehr zu ermöglichen. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Man kann sich vorstellen, dass dort im Norden der Wind ungebremst ja auch auf die Infrastruktur trifft, auf Bäume, die vielleicht Äste verlieren, die dann in die Oberleitung wehen. Das muss nicht immer der Baum sein, der daneben der Strecke steht. Das sind manchmal auch Äste, die von weit her kommen. Herr Staus, Sie haben es ja gesagt, Sicherheit geht immer vor. Und dieses Unwetter, was über Deutschland zieht, da ist natürlich auch die Deutsche Bahn von betroffen. Es ist höhere Gewalt, also eine Naturgewalt. Aber Sie haben ja in den vergangenen Jahren schon angefangen, auf wichtigen Bahnstrecken diese Bahnstrecken auch so zu erneuern, dass man nicht mehr so anfällig wird bei diesen Naturphänomenen. Kann man da eigentlich überhaupt was gegen tun und sind Sie da ein Stück weitergekommen? Wir sind schon deutlich weitergekommen und haben in den vergangenen Jahren die Mittel zur Vegetationspflege, wie wir das nennen, deutlich aufgestockt. Das heißt, noch stärker Bäume und Sträucher rechts und links der Gleise freizuschneiden. Auf den ersten Metern gilt da ja auch wirklich Höhe Null, da darf nichts stehen. Danach dann langsam aufbauend. Nun sind wir ja nicht immer Herr der Lage, denn viele Bahnflächen an den Strecken gehören uns auch nicht. Da können wir nicht einfach mit der Kettensäge ankommen und fällen, sondern das muss man abstimmen mit den Naturschutzbehörden zum Beispiel, auch mit privaten Grundstückseigentümern. Aber da haben wir in den letzten Jahren schon mehr getan als früher. Achim Staus, der Sprecher der Deutschen Bahn, danke, dass Sie uns so früh am Morgen zur Verfügung stehen. Also die Orkanböen haben extreme Auswirkungen, auch auf die Deutsche Bahn. In 8 Bundesländern ist der Fernverkehr im Moment komplett eingestellt worden. Herr Staus, danke Ihnen vielmals für das Gespräch.